Einsatz für LF-10-6, Sperrmüllbrand. Yippie. Dann die Ruhestörung haben wir erledigt. Goldener Pokal ist schon mal gut. Das hat 900 Credits gebracht. Das ist schon mal hervorragend. Brennendes Gras, auch ein goldener Pokal. Nur 330 Credits. 313 Credits. So, Verkehrsunfall wird noch bearbeitet. Aber man sieht jetzt, mit der Feuerwache war meines Erachtens eine gute Idee. Auch wenn man jetzt mal die THW ein bisschen beiseite lässt. Aber wir verdienen schon gut Geld im guten Fall. Wenn ich jetzt mal hier auf Credits gehe. Ja, man kriegt 700 mal 400 mal 900 mal nur 300. Ich denke, dass man so über den Durchschnitt, müssten wir mal grob rechnen, vielleicht doch so 600 pro Auftrag kriegen. Das bedeutet, dass wir vielleicht die 30.000 jetzt auch ein bisschen schneller kriegen als vorher. Müssten wir mal ausrechnen. Aber es macht auf jeden Fall mehr Spaß, mehr Autos zu haben. Da können wir auch ein bisschen mehr Action sehen. Aber jetzt sehen wir momentan gar nichts. Gehen wir mal zu dem Containerbrand. Oh, da haben wir unser Revier überschritten. Hoffentlich sieht es der Nachbar nicht, dass wir in seinem Revier ein bisschen rumfahren. Es brennt ja schon fast auf seiner Seite. Aber das soll man ja nicht so kleinlich sein. Und es wird wieder dunkel. Tag- und Nacht-Rhythmus ist ziemlich schnell, finde ich. Hier geht der Tag ziemlich schnell vorbei. Was ich auch gut finde, das werden wir auch gleich sehen, ist, dass hier die Lichter nicht gleichzeitig alle ausgehen. Wenn der Tag wieder anfängt, dann macht es mal hier plopp. Zwar geht in einem Hochhaus das Licht gleichzeitig aus, aber nicht in allen Hochhäusern gleichzeitig. Das finde ich auch interessant. So, Containerbrand ist auch gleich gelöscht. Komm, 30 Sekunden noch. Dann schicke ich den noch los und hole euch dann wahrscheinlich wieder, wenn wir die THW bauen. Ah, und hier sieht man, wenn man sich jeden Tag einloggt, kriegt man auch noch 3 Coins geschenkt. Also ich habe heute Vormittag einmal gespielt und heute Nachmittag, deswegen habe ich noch nichts bekommen. Und, ein Moment, was habe ich denn erledigt? Die Feuerwehr ist frei, also dann gleich weiter zum Sperrmüllbrand. Einsatz für LF-10-6, Sperrmüllbrand. Ne, da fährt der andere ja hin. Das war blödsinnig von mir. Stopp. Kannst du zur brennenden Telefonzelle noch fahren? Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Wie kann ich denn abmelden hier? Hallo, kann ich dich noch irgendwie anklicken? Zur Wache fahren? Verstanden. Cool. Und ich kann Personal? Okay. Jetzt müsstest du aber wieder frei sein. Kann ich jetzt brennende Telefonzelle nehmen? Yuppie. Einsatz für LF-10-6. Brennende Telefonzelle. Wupp, jawoll. So, wie sieht's denn hier ein Sperrmüllbrand aus? Du machst ja da was.
Was heißt denn Verstärkung benötigt? Braucht er noch was? Komm, stopp, ich hole dich mal doch Richtung. Weil hier steht keine Uhrzeit dran. Komm, wir holen dich noch mal raus. Komm. Zur Wache fahren. Verstanden. Und mal schauen, was Einsatz passiert. für LF106, Sperrmüllbrand. Steht da irgendwo drauf, dass ich zwei brauche oder so? Nö. Ganz komisch. Warum brauchen der Verstärkung? Auch mal was Neues. Dann schauen wir mal, was passiert, wenn der andere kommt. Hier ist der schwarze Punkt. Hier ist der Brand. Der muss noch durch die Hälfte der Map fahren. Der Verkehrsunfall ist auch bald fertig. Den können wir gleich weiter zum Auffahrunfall schicken. Containerbrand haben wir mit Gold erledigt, das ist mal gut. Weil hier sieht man, dass ich noch 25 Goldene brauche. Dann steigen wir wieder auf. So, wie sieht's denn aus? Der braucht immer noch eine ganze Menge, bis er hier oben ist. Schaffst du das nicht allein oder was? So, da kommt er doch gleich hier unten angebraust. Komm noch ein bisschen. Ah, hier sieht man gleich mit den Lichtern. Es müsste hell werden. Aus, aus, aus. Da aus, da aus. Da aus, da aus. Aus, aus. Und hier kommt er angerast. Mal hoffentlich könnt ihr das beide zusammen jetzt mal schaffen. Interessant ist ja zu wissen, was passiert, wenn man einem überhaupt nicht hilft. Irgendwann muss das ja auch abgebrannt sein. So, jetzt seid ihr zu zweit. 30 Minuten für einen Sperrmüllbrand. Okay, das sind ein Haufen Möbel, die da stehen. Auffahrunfall ist der nächste dann. Streifenwagen und los. Ich habe doch einen Streifenwagen losgeschickt. Streifenwagen und los. Einsatz für Streifenwagen. Auffahrunfall. Okay. Na komm, klick nochmal drauf. Machen wir es dann hier so. Da steht aber nichts dabei, dass wir zwar mehr brauchen. Verkehrsunfall. Steht auch nicht drauf, dass wir nur einen brauchen oder mehr brauchen. Brennende Telefonzelle. Na, keine Ahnung. Müssen wir mal drauf achten später, warum ich hier zwei gebraucht habe. Ich habe das in dieser Beschreibung irgendwie nicht gelesen. Oder es ist mir nicht aufgefallen. Also müssen wir mal im Hinterkopf behalten, Sperrmüllbrand. Könnte man mehr als einen brauchen. Und trotzdem, dass da zwei dabei sind, dauert das jetzt 30 Minuten. Okay. Ich habe jetzt hier 30 Minuten nichts zu sagen, aber was mich noch interessiert, könnte ich noch mal haben. Sperrmüllbrand.
nur 8 Coins nimmt er mir den Einsatz ab. Also mit 8 Coins könnte ich das jetzt hier ein wenig beschleunigen, möchte ich aber jetzt nicht. Ich möchte euch einfach mal verlassen, dass ihr gleich wiederkommt, wenn ich jetzt hier ein bisschen mehr Geld habe und das alles erledigt ist. Das läuft jetzt so im Hintergrund weiter. Ich will jetzt auch nicht hier 30 Minuten irgendeinen Blödsinn erzählen, sondern ich mache auch noch was anderes und melde mich wieder, wenn hier mal ein bisschen mehr Geld da ist und wir uns eine THW kaufen. Ist es richtig, dass wir eine THW holen? Haben wir hier Auftrag? Ja, eine THW-Wache. Okay, man sieht sich gleich wieder. Ciao.